Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Giegner, ich gebe Ihnen ausdrücklich recht. Die sogenannte Corona-Notbremse muss natürlich die positive Bedeutung des Sports im Außenbereich dem Rechnung tragen. Ich hoffe, das wird auch von Ihrer Fraktion insgesamt so gesehen. Aber nicht nur Corona bedroht den Breitensport. Es sind die maroden Sportstätten Land auf, Land ab. Ja, wir haben einen Sanierungsstau aufgetürmt, der unsere Breitensportinfrastruktur in erheblichem Maße bedroht. Und das darf uns nicht ruhen lassen. Das Ziel, das die Linke hier verfolgt, ist richtig, aber es greift zu kurz. Um unsere Sportstätteninfrastruktur wirklich fit machen zu können, braucht es detaillierte und belastbare Erhebungen, die wir nicht vorliegen haben. Es braucht etwa die Wiedereinführung der länderübergreifenden Sportstättenstatistik. Wir müssen wissen, wo der Bedarf am größten ist. Ein goldener Plan muss Antworten geben, wie die Kommunen ihre Sportstätten erhalten können, welche sozialen Kriterien wir verfolgen. Die Sportstätten der Zukunft müssen natürlich umweltverträglich und multifunktional sein. Und die zunehmende Begeisterung fürs Joggen, für Wandern und Radfahren zeigt, auch der Bedarf an nicht normierten Sportstätten nimmt zu. All diesem muss unsere Sportstättenförderung in Zukunft Rechnung tragen. Wir müssen den Paradigmenwechsel angehen. All das kann ich leider in Ihrem Antrag nicht erkennen. Warum es das Bundesinnenministerium auch in dieser Wahlperiode nicht geschafft hat, einen digitalen Sportstättenatlas auf den Weg zu bringen, bleibt Ihr eigenes goldenes Geheimnis. Die Vergabe der Bundesmittel für die Förderung der Sportstätten läuft vielerorts doch so ab, dass der Abgeordnete der Regierung den Förderbescheid wie eine Monstranz durch den Wahlkreis trägt. Aber dieses alte Kaas-Prinzip, wenn jeder ganz fest an sich selber denkt, dann ist am Ende auch an alle gedacht, hat bundesweit zu diesem unglaublichen Sanierungsstau von 31 Milliarden Euro geführt. Diese Kirchturmpolitik hat sich selbst überlebt und ist untauglich, den Vereinssport in der Breite zu sichern und die Herausforderungen anzugehen. Und das müssen wir ändern. Transparenz ist entscheidend, gerade da, wo es um die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger geht. Denn es kann nicht sein, dass wir im olympischen Zyklus mehr als 1 Milliarde ausgeben und weder die Bevölkerung noch der Deutsche Bundestag die derzeitige Vergabepraxis in der Spitzensportförderung wirklich kontrollieren und nachvollziehen können. Aktuell gibt es lediglich Pauschalangaben. Es gibt keine Aufschlüsselung von Ausgaben für Personal, Lehrgänge und Olympiavorbereitung. Auch der Sportbericht der Bundesregierung, der alle 4 Jahre veröffentlicht wird, enthält keine Einzelauflistungen. CDU, CSU und SPD bleiben damit immer noch hinter den Vorgaben des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2014 zurück. Das ist nicht hinnehmbar. Es geht darum, die Spitzensportförderung des Bundes transparent zu machen. Folgen Sie unserem Antrag, schaffen Sie ein Transparenzportal, legen Sie einen jährlichen Sportförderbericht vor, richten Sie die seit 2001 nicht mehr erhobene Sportstättenstatistik von Bund und Ländern wieder ein. Eine moderne Sportförderung braucht eine transparente Darstellung. Nur so gewinnen wir auch wieder das Vertrauen der Bevölkerung in die Strukturen des Spitzensports. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grunnell. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege